In diesem Screencast zeigen wir Ihnen, wie Sie erste Inhalte in Moodle anlegen können. Um den Kurs zu bearbeiten, müssen Sie zuerst die Bearbeitung einschalten. Um den Titel eines Abschnitts zu ändern, können Sie hier auf das Stiftsymbol klicken. Den neuen Titel geben Sie einfach ein und bestätigen mit Enter. Alternativ können Sie auch hier auf die drei Punkte klicken und Abschnitt bearbeiten. Zuerst müssen Sie den Haken an dieser Stelle setzen, dann können Sie den Titel ändern. Zusätzlich können Sie auch eine Beschreibung für den Abschnitt eingeben, die dann auf der Kursseite angezeigt wird. Neue Abschnitte können Sie an jeder beliebigen Stelle hinzufügen. Über Abschnitt löschen kann ein kompletter Abschnitt inklusive Inhalt gelöscht werden. Abschnitte können entweder hier direkt auf der Kursseite gepackt und verschoben werden oder links über die Kursnavigation. Wenn Sie ein Thema verbergen, sind die Inhalte in diesem Thema für TeilnehmerInnen im Kurs nicht mehr sichtbar. Wichtige Themen können Sie hervorheben. Mit der Funktion Rolle wechseln können Sie sich den Kurs aus der Perspektive der Studierenden ansehen. Über Zurück zur Ausgangsrolle kommen Sie wieder zurück. Dateien können in Moodle am einfachsten per Drag and Drop hinzugefügt werden. Dazu ziehen Sie die Datei einfach an die gewünschte Stelle. Hierbei wird direkt der Dateiname übernommen. Über das Stiftsymbol können Sie den angezeigten Namen ändern. Alternativ können Sie auch über Aktivität oder Material anlegen und die Aktivität Datei eine Datei hinzufügen. Hier müssen Sie zuerst explizit einen Namen angeben, der dann auch angezeigt wird. Unter Datei auswählen fügen Sie dann die Datei hinzu. Das geht auch wieder über Drag and Drop oder über dieses Icon hier und Datei hochladen. Alternativ können Sie eine Datei auch hier in Ihrem Benutzerprofil im Bereich Meine Dateien hochladen. Hier hochgeladene Dateien können Sie dann ebenfalls im Kurs über die Aktivität Datei zur Verfügung stellen. Der Vorteil hierbei ist, dass Sie die Datei zum Beispiel in mehreren Kursen verlinken können und sie dann nur an einer Stelle aktualisieren müssen. Wenn Sie eine Datei aus Ihren eigenen Dateien verlinken möchten, wählen Sie die hier über Meine Dateien aus. In der Standardeinstellung wird eine Kopie der Datei im Kurs angelegt. Mit Link zur Datei anlegen können Sie eine Verknüpfung zur Datei anlegen. Dass die Verknüpfung eingerichtet ist, sehen Sie an dem kleinen Pfeil hier. Wir schauen uns die Datei einmal an und aktualisieren sie dann über die eigenen Dateien. Zum Aktualisieren laden Sie einfach die aktualisierte Datei unter Meine Dateien hoch. Der Dateiname muss dabei unverändert bleiben, damit Moodle erkennt, dass es sich um eine Aktualisierung handelt. Dann wählen Sie Überschreiben und danach Änderungen speichern. Wenn jetzt noch die alte Datei angezeigt wird, liegt das daran, dass noch die alte Fassung im Browser-Cache gespeichert ist. Mit STRG F5 wird die Datei ohne den Cache neu geladen. Nun sind auch die Änderungen sichtbar. Die Datei kann, wie alle anderen Aktivitäten oder Materialien, entweder direkt im Kurs verschoben werden oder hier über das Navigationsmenü. Mehrere Dateien können Sie auch gut über die Aktivität Verzeichnis bereitstellen. Dazu müssen Sie zuerst das Verzeichnis anlegen und ihm einen Namen geben. Danach können Sie dort die Dateien hinzufügen. Üblicherweise wird der Verzeichnisinhalt danach auf einer separaten Seite angezeigt und es ist unter anderem die Option aktiv, Taste Verzeichnis herunterladen anzeigen. Wenn Sie den Haken bei Herunterladen von Dateien erzwingen entfernen, dann können spezielle Dateien wie zum Beispiel Bilddateien auch direkt im Browser betrachtet werden. Wenn man auf das Verzeichnis klickt, wird der Inhalt angezeigt. Studierende können nun entweder einzelne Dateien oder das gesamte Verzeichnis herunterladen. Personen, die im Kurs eine unterrichtende Rolle haben, können über den Button Bearbeiten weitere Dateien zum Verzeichnis hinzufügen. Falls Sie Ihren Studierenden einen Link auf ein externes Material zur Verfügung stellen möchten, können Sie die Aktivität Link URL verwenden. Der Link braucht einen Namen. Die URL kopieren Sie am besten aus dem Browser direkt in das Feld. In der Standardeinstellung Automatisch wählt Moodle automatisch die beste Anzeigeoption. Man kann die Darstellung auch auf die gewünschte Variante einstellen. Sinnvolle Varianten sind Öffnen, dann öffnet sich der Link im gleichen Tab, oder Neues Fenster, dann öffnet sich der Link in einem neuen Tab. Inhalte lassen sich auch direkt in Moodle einfügen. Für Informationen, die direkt im Kurs auf der Hauptseite zu sehen sein sollen, lässt sich die Aktivität Text- und Medienfeld verwenden. Hier können Sie im Textfeld direkt Texte, Links oder Medien eingeben. Die Textseite ist besser geeignet, um längere Inhalte einzufügen. Hier gibt es einen Namen, der im Kurs angezeigt wird. Der Inhalt wird dann erst sichtbar, wenn man auf den Namen klickt und sich die Textseite öffnet.
Das obere Feld ist hier wie in vielen anderen Aktivitäten ein optionales Beschreibungsfeld. Der Inhalt wird hier bei Seiteninhalt eingetragen. Was man hier eingeben kann, ist komplett identisch mit den Möglichkeiten des eben gesehenen Text- und Medienfelds. Man kann beispielsweise Texte schreiben, Aufzählungen einfügen und Texte auf verschiedene Arten formatieren. Auch Verlinkungen können eingefügt werden. Dazu markiert man am einfachsten den Text, hinter den man den Link packen möchte, und wählt dann Link aus und trägt den Link ein. Über dieses Symbol lässt sich die zweite Zeile des Editors ausklappen. Hier finden Sie weitere Optionen. Unter anderem können Sie auch eine Tabelle einfügen. Dabei wählen Sie die Anzahl der Zeilen und Spalten und die Positionierung der Überschriften. Wenn die Tabelle Gitternetzlinien haben soll, müssen Sie um jede Zelle auswählen und dann den Rahmen. Auf Wunsch können Sie auch Rahmendicke und Farbe sowie die Hintergrundfarbe der Tabelle einstellen. Die Tabelle verwendet üblicherweise die Breite, die sie vom Inhalt her braucht. Sie können aber auch einstellen, welchen Prozentsatz der Seitenbreite die Tabelle verwenden soll. In die Tabelle können Sie dann die gewünschten Texte eintragen. Standardmäßig ist immer ein Bereich für die Tabellenüberschrift vorgesehen. Diese müssen Sie nicht ausfüllen. Die eingetragenen Texte lassen sich auch wieder einzeln formatieren. Wenn Sie die Tabelle nachträglich bearbeiten wollen, müssen Sie mit dem Cursor in der Tabelle stehen und können dann auf das Tabellen-Icon gehen und die Tabelle ändern. Bilder lassen sich über dieses Icon einfügen. Hier können Sie beispielsweise eine Datei hochladen. Aus Gründen der Barrierefreiheit sollte ein alternativer Text eingetragen werden, wenn es sich um ein Bild mit Inhalt handelt und nicht nur um ein reines dekoratives Bild. Der Alternativtext kann dann zum Beispiel von einem Screenreader vorgelesen werden. Um die Größe des Bildes zu ändern, müssen Sie nur die Höhe oder Breite ändern. Der andere Wert wird automatisch berechnet, wenn proportional ausgewählt ist. Besonders schön können Bilder verwendet werden, die mit CC-Lizenzen versehen sind. Solche Bilder finden Sie beispielsweise auf Wikipedia oder direkt über die Wikimedia über den gewünschten Suchbegriff, zum Beispiel Holstentor. Wenn Sie ein Bild anklicken, bekommen Sie schon Informationen zur Lizenz, in diesem Fall CC BY SA. Hier kommen Sie zu den ausführlichen Details und von dort aus auf den Media Viewer. Hier können Sie meist zwischen mehreren Bildgrößen auswählen und die Datei herunterladen. Auch sehen Sie hier den Hinweis, dass zur Wahrung der Lizenz unter anderem der Autor des Bildes zu nennen ist. Wenn Sie auf den Hinweis klicken, bekommen Sie entweder eine textbasierte Version der Lizenzangabe oder eine HTML-Version, die Sie sich jeweils kopieren können. Fürs Erste nehme ich jetzt den reinen Text. Das Bild lade ich an der gewünschten Stelle hoch. Den Lizenztext füge ich darunter ein. Wenn man den HTML-Lizenzhinweis verwenden möchte, muss man im Texteditor auf die HTML-Ebene wechseln. Hier unten ist das eingefügte Bild und darunter der textbasierte Hinweis. Die HTML-Version kopiere ich fürs Beispiel jetzt einfach darunter. In dieser Version sind dann die Links für den Nutzer und Bildquelle und die Lizenz direkt anklickbar. Auch Videos können in eine Textseite eingefügt werden. Falls Sie Panopto nutzen, können Sie die Videos einfach über dieses Icon einfügen. Hier sind die Ordner der Kurse auswählbar, in denen Panopto im Lernraum eingefügt ist und für die Sie eine lehrende Rolle haben. Für unser Beispiel wähle ich eine Datei aus meinem persönlichen Ordner und klicke dann auf Einfügen. Damit alle KursteilnehmerInnen das Video aus einem persönlichen Ordner sehen können, muss die Freigabe für das Video in diesem Fall auf Öffentlich nicht aufgeführt, alle mit dem Link stehen. Falls Sie für den speziellen Kurs eine Verbindung zu Panopto angelegt haben, sehen Studierende das Video im Kursordner ohne spezielle Einstellungen der Sichtbarkeit. Wenn Sie ein YouTube-Video einfügen möchten, genügt es, den Link einzutragen. Der automatische Moodle-Filter sorgt dann dafür, dass das Video in die Seite eingebettet wird.